Hallo. Ja, ich habe jetzt ein kurzes Update-Video, was passiert ist, weil es ist eigentlich etwas passiert, also nicht eigentlich, es ist was passiert. Und zwar hat das der Quickstep beim linken Körpergelenk eine Wunde zugezogen, die war ein paar Zentimeter tief. Und ja, jetzt sind wir in der Tierklinik in Wien. Muss jetzt ein paar Tage bleiben. Ja, heute ist er den ersten ganzen Tag da, also Mittwoch ist heute. Gestern, also am Dienstag, ist es passiert am Vormittag und wir haben dann, also die Sabine war so lieb und hat die jetzt versucht anzurufen, zwei Stunden lang glaube ich, und dann ist er endlich an und zu 14 Uhr ist er dann gekommen und ich bin früher von der Arbeit heimgefahren, also nicht heimgefahren, aber früher von der Arbeit gegangen deswegen. Und ja, wird dann gleich gerade ab in die Klinik, hat angerufen bei der Klinik, wir sind in die Klinik gefahren, waren dann um 16:30 circa, glaube ich, damals hat die Wunde noch bei uns im Stall gereinigt, bisschen desinfiziert, dass da nicht ist und eben einen Verband drauf. Dann sind wir eben hergefahren mit ihm. Ja, und dann waren wir da, dann ist mal geröntgt worden, ewig lang und Ultraschall haben sie gemacht. Und dann, ja, dann ist ihm genäht worden, also das haben sie nähen müssen. Und jetzt hat er das ganze Bein zu mit einem Verband und auch in der Mitte so Verstärker quasi, also irgendwas Dickes, dass er das Bein nicht so gut abwinkeln kann, weil sonst den Arm natürlich aufreißt oder leichter aufreißt. Genau, ja, das ist gerade so passiert. Und ja, Bilder habe ich auch viele gemacht. Und ja, also wenn ihr die sehen wollt, würde ich am besten auf mein Instagram gehen, weil da habe ich es gepostet, da werde ich es jetzt nicht einfügen, weil ich das nicht so kann mit Voiceover und so. Deswegen, ja, die sind auf meinem Instagram-Account. Also die sind jetzt mal für die nächsten paar Tage in der Klinik. Von 15 bis 19 Uhr ist immer Besuchzeit, da schaue ich natürlich, dass ich so lange wie möglich da bleibe. Ja, spazieren darf ich nicht so viel, leider, wegen dem Bewegen. Ja, mal schauen, es weitergeht. Morgen klebt er mal den Verband runter und dann schaut sich die Ärzte mal an und dann weiß ich mehr. Ja, und jetzt zeige ich euch noch den kleinen Mann. Ja, schaut. Ja. So schaut er. Und das ist jetzt der schleift den Hax ein bisschen nach. Ja. Ist jetzt er schleift den Haxen so ein bisschen mit. Eben weil er ist auch in der Mitte, ich weiß nicht, ob ihr das sieht, wo ihr das seht. Ah, da. Er ist in der Mitte recht dick zugemacht und verbunden, dass es nicht so leicht zum Abwinkeln geht. Ja. So wundert jetzt die nächsten paar Tage.